Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns wieder auf dem Main, der mittlerweile Stufe 649, fast 50 ist. Wir haben das Kalender-Level-Up ganz kurz vor uns und dann haben wir auch hier den nächsten Meilenstein erreicht. Ich habe ja vor, auf Stufe 700, das heißt in fast 50 Leveln, mich komplett neu zu equippen. Dazu aber dann auch noch später mehr. Da möchte ich nochmal meine kompletten Pläne nochmal durchgehen. Bis dahin müssen wir noch ein bisschen warten. Aber das soll heute gar nicht das Thema sein, denn wir schauen, was wir heute aus dem Elevator rausbekommen haben, der jetzt seit gestern auf meinem Server geschlossen ist. Bei euch hält er heute noch bis 16 Uhr, müsste es sein. Und ist jetzt für die nächste Woche abholbar. Falls ihr es jetzt nicht direkt schafft, danach abzuholen, habt ihr immer noch eine Woche Zeit dafür. Ja, das sind noch die Ressourcen, die wir von gestern Abend haben, die ich nicht mehr abgeholt habe. Das sind auch nochmal ordentlich Ressourcen hier. Und wir haben als Gilde insgesamt 4,1 Millionen Höllenmarken gesammelt. Das ist, denke ich mal, ganz in Ordnung. Und die Gesamtleistung der Gilde war dementsprechend zufriedenstellend auf jeden Fall. Und wir werden jetzt mal, bevor wir gleich nochmal in die Rangliste schauen, die Belohnung abholen, denn das haben wir uns, denke ich mal, verdient. Ja, wir haben jetzt natürlich noch keinen Hintergrund hier, ne? Ist auch mal selten zu sehen, weil ansonsten ist es ja jetzt so, wenn der goldene Hintergrund verschwindet, dann kommt gleich als nächstes wieder der neue durch den nächsten Elevator. So wird es ja jetzt ungefähr immer gehandhabt. Und wir werden das ganze Ding mal öffnen. Und wir bekommen ein goldenes Profilbild, beziehungsweise den Hintergrund, orangen Edelstein und halt 1,2 Milliarden Gold, knapp 200.000 Metalle und 129 beziehungsweise fast 130.000 Kristalle. Das ist echt verdammt viel und wir drücken auf Abholen. Let's go. Da wurde uns das Ganze gut geschrieben. Hier haben wir jetzt unseren neuesten Stein, 2206. Da haben wir tatsächlich auch schon bessere gefunden gehabt. Also es ist jetzt nicht der allerbeste, den wir jetzt hier bekommen haben. Aber das ist natürlich immer ziemlich random. Das geht mal höher und mal niedriger, ne? Ich habe auf jeden Fall vor, mit Stufe 650 meine Pläne ein bisschen zu erklären für Stufe 700. Ich bin auch schon ganz schön am Ressourcen sparen. Jetzt kam natürlich durch den Elevator nochmal ordentlich Ressourcen mehr dazu. Ich möchte euch noch nicht zeigen. Ich meine, wer ein bisschen meine Videos verfolgt, der wird vielleicht wissen, bei wie viel Ressourcen ich so ungefähr bin. Aber wir haben auf jeden Fall, ich sag mal so, deutlich was gespart, ne? Und meine Verbesserungen sind jetzt auch nicht so extrem heftig hier auf dem Server. Geschweige denn, meine Waffe ist ja auch schon outdated, sag ich mal. Wenn wir uns mal hier vergleichen, dann sehen wir vom Durchschnittsschaden her, sind die Leute hier deutlich über mir. Ich habe hier noch nicht mal 200 Millionen Durchschnittsschaden und der Teufli, der vom Level deutlich unter mir ist, hat da schon deutlich mehr. Hier, der Dwayne hat auch schon die 200 Mio, dann hier 210, aber der Kollege ist ja auch schon 671. Mittlerweile 306 Durchschnittsschaden mehr auf der Waffe. Lohnt sich auf jeden Fall. Seth hier auch gut dabei. Und Drachenhexe hier auch ganz, ganz heftig mit 211 Durchschnittsschaden. Das werden wir alles aufholen. Wir sind jetzt momentan ein bisschen im Untergrund, on fire, so wie Höllendämonen. Und sind jetzt ein bisschen hier low-key unterwegs, wie der Bruder von Tor. Und ich glaube, wenn wir unsere Verbesserung ausspielen und uns neu equippen und eine neue Waffe holen, dann werden wir, glaube ich, den Server hier ziemlich dominieren. Aber wie gesagt, dazu dann demnächst mehr, wenn wir hier Stufe 650 erreichen. Das ist schon wieder was Besonderes auf jeden Fall. Achso, bevor wir den Dungeon-Kampf machen, ich wollte nochmal ganz kurz gucken. Wir haben hier die Gilden-Rangliste für S31, ne? Mit Celtic hier ganz vorne mit dabei. Vielleicht gibt es ja wieder eine Elevator-Rangliste. Eventuell
halst sich da jemand wieder die Arbeit auf und trackt die ganzen Gilden weltweit durch und guckt halt, wie wir jetzt, beziehungsweise wie die Top, keine Ahnung, 200 Gilden mit den meisten Höllenmarken abgeschnitten haben und auf welcher Position sie weltweit sind. Das ist immer sehr spannend, finde ich. Und man kann sich dann selbst so ein bisschen vergleichen, wo man denn gerade so weltweit steht. Immer noch ein Feature, was hier auch ganz, ganz doll fehlt, meiner Meinung nach. So eine Elevator-Rangliste international, ne? Gibt einiges, was man hier noch mehr rausholen kann. Das ist halt auch ganz oft Thema bei mir schon in meinen Videos gewesen aus der internationalen Ehrenhalle. Was man hier alles noch draus machen könnte, ist unvorstellbar. Leider so, wie das Ding hier implementiert worden ist. Vor, was weiß ich, wie vielen Jahren, jetzt mittlerweile 4, 5 Jahren oder so, die EHOF, ist es leider bisher komplett unverändert. Ja, nach wie vor sind immer noch 50% der EHOF nicht benutzbar, weil ja einfach 50% des Bildschirms ja nichts aussagend sind, quasi nach wie vor immer noch ein sehr, sehr großer Kritikpunkt aus meiner Ansicht nach, weil man könnte so viel serverübergreifend hier mehr machen und Leute könnten sich so viel besser mit anderen Gilden vergleichen und sowas jetzt, ne? Das muss alles die Community machen, diese ganzen Ranglisten rausfinden, die besten Listen erstellen und sowas alles. Ist halt wirklich ziemlich schade, meiner Meinung nach, und wäre schön, wenn es da in Zukunft irgendwie noch ein bisschen mehr in eine gute Richtung vorangeht, sag ich mal. So, wieder ordentlich Erfahrung eingesackt. Und dann gehen wir nochmal hier zum Schluss in den Kampf rein. Ja, wir werden auch hier natürlich auch nochmal bald gegen den Bräutigam ein bisschen, ja, ein paar Tries mehr versuchen als jetzt momentan gerade. Denn, wie gesagt, ich wollte hier nochmal reinschauen, wenn wir auf unserem Account die 250.000 Ausdauer geknackt haben. Und ich kann euch sagen, der Bräutigam hat jetzt schon eine sehr, sehr gute Chance. Bei 0,30%, sag ich mal, ist der Gegner durchaus machbar. Da haben wir schon Gegner zur Strecke gebracht, die deutlich niedriger waren vom Schaden her, beziehungsweise von der Chance her. Und deswegen, ja, warten wir da nochmal ab. Vielleicht halten wir da nochmal einen Hit mehr aus oder so. Mal schauen, ne? Aber wir hatten ihn ja so schon fast down gehabt. Und ich glaube, unter 1 Milliarde war der beste Try. Ne? Das war der beste Try, den ich mir abgespeichert habe. Deswegen denke ich mal, ja, geht es da auch in eine gute Richtung. Ich bin seit langer Zeit mal wieder in der internationalen Ehrenhalle unterwegs gewesen. Auf Platz 61 bin ich jetzt momentan gerade weltweit hier, beziehungsweise unser Server S31. Meistens bin ich ja nicht in der EHOF hier, weil die Kollegen auf meinem Server meistens immer vor mir stehen. Ja, also ich weiß nicht, entweder besiegen sie mich einfach öfter oder sie achten da sehr drauf, dass sie halt eben oftmals vor mir stehen. Aber momentan kann ich auch wirklich sagen, es ist, glaube ich, eher so, dass die Leute mich noch besiegen, als dass ich die Leute besiege, so, ne? Das liegt halt aber auch wirklich, muss man auch dazu sagen, an dem deutlich höheren Schaden, den die Leute auf der Waffe haben, beziehungsweise ja, die Verbesserungen, die sie auch tragen hier, ne? Also ich sag mal, die Overall Stats sind auf jeden Fall bei den Leuten ja, temporär mehr gegeben, sag ich mal, ne? Aber von den Basispunkten her kann mir da kaum eigentlich jemand was vormachen auf dem Server hier. Liegt jetzt halt nur an mir, wenn ich jetzt irgendwann mal meine Trumpfkarte ausspiele und mich verbessere, dann ja, wird das, glaube ich, auch noch ein bisschen besser werden hier auf dem Server, und ich werde wahrscheinlich den S31 öfter mal vertreten, als es jetzt der Fall momentan gerade ist. Denn, ja, wir schauen mal in den Kampf rein. Ist leider alles andere als gut gelaufen. Ne? Große Chance habe ich jetzt nicht hier großartig gehabt. Ich meine, gut, ist halt eben random EHOF-Fight. Wer fängt an, wer crittet, ne? Das ist halt so das Ding. Und deswegen konnte ich hier halt eben auch nicht sehr viel zu beitragen. War ich hier quasi Two-Shot, obwohl ich schon ein bisschen mehr auf Ausdauer gehe. Aber wenn da ein Crit fällt, dann kannst du da halt einfach nichts machen. Vor allen Dingen von einem Gegner, der halt auch sehr viel Geschick auch hat. Ist ähnlich geskillt wie ich, würde ich sagen. Hat halt momentan gerade nur noch ein bisschen mehr von allem, so ein bisschen. Ne? Aber geht in die gleiche Richtung so ungefähr. In die Richtung möchte ich ja auch hin. Und ja, gucken wir nochmal ganz kurz in die EHOF rein. Ne? Da sind wir gerade auf Platz 15. Das schwankt auch immer so hin und her.
Und ja, aber es sind immer sehr spannende, sehr knappe Fights. Kann ich nur empfehlen, falls ihr nicht so oft hier unterwegs seid und ihr mal Langeweile haben solltet und mal ein paar spannende Fights sehen möchtet, dann schaut auf jeden Fall immer gerne in die Ehof rein. Da gibt es eigentlich immer sehr knappe Fights zum Mitfiebern. Ne? Auch wenn man da jetzt selbst nicht großartig mitspielt. Kriegen wir nochmal einen hier. Ah, schade. Nicht mehr überlebt. Kein Crit mehr rausgehauen. Und ja, mal schauen. Der Kampf sieht jetzt gar nicht mal so knapp aus. Obwohl Riddick ist hier der letzte von denen. Ne? Ja, okay, aber der hat ja auch, der ist auch krass geskillt auf jeden Fall. Ja, Leute, kleiner Überblick hier von S31. Ne? Unsere Elevator-Belohnung haben wir abgeholt. In meinem 650er-Video werde ich auf jeden Fall auch auf meine Ressourcen eingehen, die ich jetzt mittlerweile gespart habe. Und werde euch dann ein bisschen erzählen, was denn so mein Vorhaben ist. Und ja, bis zur Stufe 700 und bis dahin soll es das aber erstmal soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.